So, es geht wieder weiter mit Let's Play Oblivion. Im letzten Part haben wir so ein Agonia aus Dreckhack befreit. Aber ich hätte gerne eine Quest, wo ich nicht genau weiß, wie ich da rankomme. Entweder muss ich mit denen reden. Gilbert müsste. Oder mit. Ah, ne. Dann gehe ich nochmal hier hin. Rede mit dem Hehler, der hier nicht mehr sein dürfte. Weil der wird hier sowieso nicht mehr sein. Das heißt, ich komme nicht an die Quest ran. Die eine andere Quest möchte ich nicht machen. Deswegen mache ich jetzt zwei oder eine Quest im Promar. Was ist das Problem? Ich war bei Olaf und begegnete diesem Dunma namens Rainil Dralas. Genau das. Ah ja, der Vampirjäger. Soweit ich weiß, ist er vor kurzem hier in Bruma aufgetaucht. Doch damit nicht genug. Er hat in unserer Mitte sogar schon einen Vampir ausgemacht. Offenbar zählte Bradon Lirian zu diesen widerwärtigen Kreaturen. Also hat Rainil ihn erledigt. Doch es ist schon merkwürdig. Ich hätte nie gedacht, dass Bradon ein Vampir sein könnte. Er schien ein netter Kerl zu sein. Genug geredet. Die verratene Bruderschaft. Und diese Quest geht auf Zeit. Am Ende. Zumindest. Ihr müsst verschwinden. Dies ist ein Verbrechensschauplatz und nur wir und Rainil Dralas haben Zutritt. Der Übeltäter hat ja schon seine gerechte Strafe erfahren. Jetzt geht es nur noch um das Klären von Einzelheiten. Ich könnte euch mehr sagen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie. Okay. Ich hoffe, es lohnt sich. Meine Güte, was soll ich dazu sagen? Ah, ich bleibt weg von mir. Ihr solltet euch was schämen. Oh, das ist ein schönes Kompliment. Jetzt bleibt nichts als leere Worte. 70 will ich noch Bitte, haben. Ihr macht mir keine Angst. Ich denke, ich kann euch ruhig sagen, was geschehen ist. Die Spatzen werden es eh bald von allen Dächern pfeifen. Es hat sich herausgestellt, dass Bradon Lirian ein Vampir ist. Oder war. Ohne Rainil Dralas hätten wir das vielleicht nie erfahren. Ich will's euch erklären. In der letzten Woche fanden wir draußen an der Stadtmauer zwei kaum verscharrte Leichen. Beide hatten winzige Einstiche am Hals. Die Leichen waren die von Bettlern, die auf der Suche nach milden Gaben durch die Straßen zogen. Der Vampir dachte wahrscheinlich, dass keiner sie vermissen würde. Zu unserem Glück kam da Rainil in unsere Stadt. Er sagte, er sei Vampirjäger. Also baten wir ihn um Hilfe. Er folgte dem Vampir zu diesem Haus. Als er gegen Mittag das Haus betrat, schlief Bradon gerade. So konnte er ihn gleich an Ort und Stelle erledigen. Bradons Frau war zum Glück gerade außer Haus. Die Arme, sie wusste nicht mal, dass ihr Mann infiziert war. Wir haben den Vorfall untersucht und es stimmt. Niemand kann sich erinnern, Bradon je bei Tage gesehen zu haben. Er ließ sich immer nur nachts blicken. Mehr kann ich euch nicht sagen, fürchte ich. Ihr seht also, wir brauchen wirklich keine Hilfe. Aber danke für das Angebot. Soweit ich weiß, war er ein guter Mensch. Mich hat das völlig überrascht. Aber Vampire sind ja Meister der Täuschung, also könnte es schon sein. Ich bin beeindruckt. Nach nur einem Tag hatte er den Vampir bereits ausfindig gemacht. Schätze, deshalb macht er das wohl beruflich. Okay. Befragt ruhig die anderen Leute in der Stadt. Sie sollten euch keinen Ich kann das alles kaum glauben. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Mein Mann war kein Vampir. Das ist lächerlich. Keiner will mir zuhören. Verzeiht mir. Ich liebte meinen Mann sehr und ihn auf diese Weise zu verlieren, ergibt keinen Sinn. Ich wäre euch für jede Hilfe unendlich dankbar. Das geschieht alles so schnell. Ich kam erst vor einigen Stunden heim. Ich fand die Tür offen und meinen Bradon tot. Und über ihm stand ein Dunmeer.
Ich schrie und rannte auf die Straße. Ein paar Soldaten der Stadtwache müssen in der Nähe gewesen sein, weil sie schnell ankamen. Ich hörte, wie der Dunmer sich als Rhaenyl Dralas vorstellte. Er meinte, er sei ein Vampirjäger und hinter Bradon her gewesen. Die Wachen schienen Rhaenyl zu kennen, und als sie das Haus durchsuchten, fanden sie im Keller die Leiche eines Bettlers. Die Wachen schickten nach Karius, der hier in Brumar Verbrechen untersucht. Im Handumdrehen hatte Rhaenyl Karius überzeugt, dass Bradon ein Vampir war. Natürlich, die wurde offensichtlich von einem anderen dort platziert. Warum sollte er in seinem eigenen Haus eine Leiche lagern? Das ist doch lächerlich. Und noch etwas, die Wachen erzählen groß herum, dass nie einer Bradon bei Tageslicht gesehen hat. Natürlich nicht. Er arbeitet nachts, also schläft er tagsüber. Warum macht ihn das zu einem Vampir? Das kommt alles von diesem Rhaenyl. Ich traue ihm nicht. Am schlimmsten ist, dass ich mir sicher bin, ihn schon irgendwo mal gesehen zu haben. Natürlich behauptet er, noch nie hier gewesen zu sein. Mehr gibt es nicht zu sagen. Bitte, helft mir, die Unschuld meines Mannes zu beweisen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Findet ihn und holt die Wahrheit aus ihm raus. Ich schwöre, er lügt. Verzeihung. Ich weiß, ich klinge... Ich will mir mal die Leichen ansehen. Gut, gut. Oh. Ah nee, ich dachte, das wäre ein Tagebuch. Schade. Zufall, dass ich Hallo. Das geöffnet habe. Und schon irgendwelche neuen... Erlin ist jetzt sicher sehr bestürzt. Zumindest ist sie sicher. Rhaenyl, dass sie nun Rhaenyl der Lüge bezichtigt, ist verständlich. Sie ist so aufgebracht, dass sie alles sagen würde, um den Tatsachen nicht ins Auge sehen zu müssen. Ich schätze, wenn ich herausfände, dass jemand, der mir teuer ist, ein Vampir sein soll, würde ich das auch nicht glauben wollen. Ich möchte euch warnen. Ich höre, ihr wollt Erlin helfen, indem ihr Rhaenyl unter die Lupe nehmt. Wir haben es von offizieller Seite aus einer Nachbarstadt, dass Rhaenyl der ist, der er zu sein scheint. Daher weiß ich nicht, was ihr beweisen wollt. Ich erlaube euch diese Ermittlungen, wenn man das denn so nennen möchte, nur weil Erlin so aufgebracht ist. Das ist... Also dann... Mehr oder weniger Beamtenwillkür. Nur weiter so. Wo ist dieser Typ? Dieser Rhaenyl. Ich habe übrigens mein Mikrofon ein bisschen weiter zu mir hingeschoben. Es ist mir eine Ehre mit dem Helden... Hat man vielleicht gehört. Ah ja, offenbar zählte Bradon Lirian zu dir. Er schien ein netter... Ich habe vor die... Auf Wiedersehen. Was sollte ich nochmal machen? Okay, Herberge der Stadt, da war ich auch unterwegs. Wie schön euch zu sehen. Habt ihr von darüber nachdenkt, dass es Brumar war, wo sich Martin... Womit kann ich euch heute dienen? Mit den Ich weiß, dieses Urteil steht mir nicht zu, aber ich glaube, die Soldaten der Stadtwache haben Unrecht. Es ist schwer, sich Bradon als Vampir vorzustellen. Ich könnte schwören, ihn auch schon bei Tage draußen gesehen zu haben. Also, wenn er sich nicht erst vor kurzem angesteckt hat, würde ich sagen, sie irren sich. Als ich hörte, dass Rhaenyl ihn getötet hatte, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Aber nach eurem Besuch fange ich an, mich zu wundern. Ich gebe solche Informationen. Ich bin doch bekannt. Wir werden sehen. Bitte nicht. Ich... Ja, ihr seid gut. Ich gebe... Na gut. Geht nur. Bitte, das ist... Was sollte das etwa ein Kompliment sein? Das reicht mir. Rhaenyl wohnt oben, im letzten Zimmer am Ende des Ganges. Hier ist der Schlüssel. Cool. Ich mochte Bradon und Erlin immer. Sie waren ein nettes Paar. Ich hoffe, ihr findet die Wahrheit heraus. Ich glaube nämlich auch nicht, dass er ein Vampir war. Finde ich schön. Lebt wohl. Vor allem, dass er mir den Schlüssel gibt. Ich habe Rhaenyls Raum betreten. Ich sollte ihn vorsichtig
vorsichtig nach Ungewöhnlichen untersuchen. Da ist das Tagebuch. Ich habe in Ranils Raum in der Herberge ein kleines Tagebuch entdeckt. Anscheinend war er Teil einer Abenteurergruppe, die in irgendwelchen Eyelight-Ruinen irgendein Artefakt entdeckt haben. Und schöne Zusammenfassung. Alle Mitglieder kamen überein, das Artefakt in einer Höhle zu lagern, bis mehr Zeit zu dessen Erforschung verfügbar sei. Jeder von ihnen bekam einen Schlüssel zu der Truhe, in die das Artefakt gelegt worden war. Die beiden anderen Mitglieder der Abenteurergruppe waren Bradon und jemand namens Geleborn. Zur Bestätigung meines Verdachts über Rhaenyl muss ich mehr über Geleborn herausfinden. Vielleicht kann mir Olaf dabei helfen. Zusammengefasst, weil ich das jetzt nicht alles lesen will. Womit kann ich euch heute dienen? Zeug gemacht. Geleborn? Komisch, dass ihr diesen Namen erwähnt. Rhaenyl meinte, dies sei der letzte Vampir gewesen, den er erlegt hätte. Ja, das stimmt. Irgendwo in Skingrad, glaube ich. Er meinte, er hätte Geleborn ausfindig gemacht und getötet. Deshalb haben ihm die Wachen auch so bereitwillig geglaubt. Die Stadtwache von Skingrad hatte ihnen von Rhaenyl und seinem scheinbaren Erfolg bei ihnen berichtet. Okay. Sonst kann ich euch... Lasst mich einfach wissen... Das war seine Abenteuergruppe. Er wollte die Schlüssel für das Artefakt haben. Und deswegen hat er sie als Vampir bezichtigt und getötet. Schon irgendwelche... Woher wisst ihr das? Ach, zu viele Leute wissen nicht, dass man... Die Stadtwache von Skingrad hat uns informiert, dass Geleborn vor kurzem von Rhaenyl getötet wurde. Geleborn war natürlich auch ein Vampir. Was soll das heißen, ihr seht das anders? Das ist eine kühne Behauptung. Wie wollt ihr beweisen, dass Geleborn kein Vampir war? Ich bin sprachlos. Jetzt ist alles sonnenklar. Warum sonst hätte Rhaenyl dieses Tagebuch vom Tatort in Skingrad entfernen sollen? Ich habe auch nichts von einem Schlüssel gehört. Rhaenyl muss ihn Bradon abgenommen haben, bevor wir dazu kamen. Zwei unschuldige Männer wurden getötet und einer dieser Tode ist meine Schuld. Ich kann es nicht fassen. Ich werde die Wachen rufen und mit ihnen die Stadt nach ihm durchkämmen. Treffen wir uns in einer Stunde in Olafs Bräu und Streu. Okay. In einer Stunde. Das schaffe ich vielleicht sogar noch in dieser Folge. Ich habe nämlich sowieso nicht so viel Zeit für diese Quest. Worum geht es hier? Hier ist ja zum Glück auch schön viel los. Wie schön euch zu sehen. Ihr habt aber geschickte Finger. Endlich. Hallo? Die letzten Daedra wurden vertrieben. Ich habe gehört, hier wurden neulich ein paar Goblins gesehen. Schrecklicher Kreatur. Auch anderst euch in leichter Rüstung. Du bist ein Vollidiot. Bis später. Warte ich halt noch mal eine Stunde. Ihr scheint etwas zu wollen. Wie geht es euch? Also, worum geht es? Hallo. Stimmt es wirklich, was ich die Leute... Wenn ich noch... Wo ist der Typ? Hallo. Irgendeine Idee, was Grom jetzt machen will? Wie geht es euch? Als Dabanin tot ist? Zweifellos das beste Seemannsgarn. Ich bin verwirrt. Normalerweise bin ich kein Freund von Bartenmärchen, aber schön euch zu sehen. Kann ich Stunden. Huch, wo rennt ihr hin? Wie geht's? Egal. Wo bleibt der Typ? Habe ich irgendwas vergessen zu aktivieren? Nee, eigentlich nicht. Ja. Warte ich halt noch mal eine Stunde. Und gehe jetzt erst da rein. Hallo. Ich sag mir halt meinen schönen Zeitplan kaputt. Jetzt, da Benlin tot ist? Er redet übrigens gerade mit Grom. Wer hätte das gedacht? Und der ist
Ich habe vor, die Kaiserstadt zu besuchen. Was macht er da? Dem Tempel des einen beten zu gehen. Die Drachenstatue soll über 30 Meter hoch sein. Ah, habt ihr je vom Geist... Okay, aber dann beende ich halt jetzt die Folge. Am Ende ist er. Und weil der nicht beikommt, bis zum nächsten Mal.